OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland. Kann der Bundeskanzler Stoppelmarkt? Eine Frage, die Vechta und die Region in den vergangenen Wochen bewegte. Am Montagmorgen um kurz nach 10 war es dann soweit. Ehrengast Olaf Scholz schwebte standesgemäß mit dem Helikopter auf der Westerheide ein. Nach einem kurzen Rundgang über das Marktgelände inklusive einiger Selfies mit Schaulustigen ging es dann weiter ins Festzelt. Liebe Gäste und Freunde des Stoppelmarktes, moin und schönen Dank für die Einladung. Und in seiner Rede bewies der Kanzler vor allem eines, Selbstironie. Vor dieser Rede hier hatte ich deutlich mehr Manschetten als vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Wie wir Reporter den Kanzler erlebt haben, ob Olaf Scholz mit seiner Rede überzeugen konnte und inwieweit der Besuch inszeniert war, darüber spreche ich in dieser Folge mit meinen Kollegen Oliver Hermes, Lars Schovanitz und Giorgio Tsimotas. Mein Name ist Kaschen Duzat und damit herzlich willkommen zum Podcast von OM Online. Diese Folge wird präsentiert von der Volksbank in Vechta, einem der attraktivsten Arbeitgeber im Oldenburger Münsterland. Erlebt ein tolles Miteinander mit vielen Mehrwerten und Leistungen. Bewerbt euch jetzt! Bei der Lektüre der Stoppelmarkt-Zeitung habe ich eine Liste mit Bewertungen gefunden. Beim genauen Hinsehen war aber klar, dass da meine rund 50 Vorrednerinnen und Vorredner gnadenlos auf einer Skala von 0 bis 4 bewertet wurden. Nachdem ich das gesehen hatte, bin ich noch ein Stück demütiger geworden. Und so stehe ich jetzt hier und erwarte demnächst mein Urteil. Ja, wir wollen über den Kanzlerbesuch auf dem Stoppelmarkt sprechen. Und bei mir sitzen jetzt meine Kollegen Lars Schovanitz, Oliver Hermes und Giorgio Tsimotas. Moin Lars. Moin Kaschen. Moin Olli. Moin Kaschen. Und moin Giorgio. Moin Kaschen. Ja, der Kanzler kam, sprach und nach knapp 2 Stunden flog er wieder davon. War angesichts der Diskussionen im Vorfeld und auch angesichts des ganzen Aufwandes rund um diesen Kanzlerbesuch, dieser Besuch das Ganze überhaupt wert? Ich denke schon. Die Vechter haben etwas sehr Besonderes erlebt. Und ein Ziel ist es ja tatsächlich, in jedem Jahr einen prominenten Gastredner in die Stadt zu holen. Und ich glaube, mehr Prominenz als Bundeskanzler geht nicht. Vor Ort habe ich das, den Aufwand auch gar nicht als so massiv erlebt, wie er angekündigt war und wie er vermutlich auch im Hintergrund dann durchaus war. Deine Einschätzung, Giorgio? Also es ist sicherlich was sehr Besonderes, den Bundeskanzler als Stoppelmarktsredner vor Ort zu haben. Das ist in der Tat historisch und ist auch eine große Ehre. Ich persönlich bin der Auffassung, dass der Stoppelmarkt aber nicht der richtige Anlass und auch nicht der richtige Rahmen für einen Kanzlerbesuch letztendlich ist. Und da man aber den Kanzler eingeladen hatte und er auch zugesagt hat, muss man jetzt sagen, dass für die Vechter das sicherlich im Festzelt eine sehr gute Sache war, auch für alle anderen, die eingeladen waren außerhalb von Vechter. Und insofern war es diesen Aufwand dann auch wert unter diesem Gesichtspunkt. Aber wenn ich mal vermessen einfach sagen darf, ich als Bundeskanzler hätte mich eigentlich dieser Situation nicht so ausgesetzt. Das Ganze war ja auch vor allen Dingen ein Coup für Vechters Bürgermeister Christian Karte. Das sei ihm ja auch gegönnt, aber du hast ja im Prinzip schon angesprochen. Was hat der Bundeskanzler davon? Warum kommt Olaf Scholz, ich sage es jetzt mal ganz salopp, in die norddeutsche Provinz zu einem Volksfest, um hier eine Rede zu halten? Was hat er sich davon versprochen? Die Frage hätten wir ihm sehr gerne gestellt und er wollte ja nicht mit uns reden. Wir haben nach einem Interview gefragt mit ihm, aber da gab es eine Absage. Und das ist übrigens ein Kritikpunkt, den ich hier anbringen möchte. Wenn er zum Volksfest kommt, sollte er sich auch den Fragen der Presse stellen. Es waren ja 45, 50 Journalisten da. Er hätte eine kleine Pressekonferenz geben können und genau auch diese Frage beantworten können nach dem Sinn seines Besuches. Jetzt kann man hier nur Mutmaßungen anstellen. Eine wäre, dass durch
gewisse Parteikontakte, SPD-Kontakte von Vechta über die Landesebene nach Berlin zum Kanzler ist gelungen, es ihn hierher zu bringen. Vielleicht fand er das für sein eigenes Image auch ganz förderlich, mal von der lustigen Seite zu erscheinen. Er hat ja einen anderen Ruf. Er hat deswegen ja auch hier für eine Überraschung sorgen können. Aber ich finde, als Kanzler sollte man sich nicht dieser Situation aussetzen. Vor allem, wenn man vor Augen hat, wie er diesen ganz kleinen Rundgang nur gemacht hat und da fast niemand im Grunde sonderlich interessiert war, dass der Kanzler vor Ort war. Also da waren nicht mehr Leute auf dem Stoppelmarkt als sonst. Und da gab es weder Beifall noch Jubel noch irgendeine fröhliche Stimmung, dass sozusagen der Glanz des Kanzlers auf den Stoppelmarkt ausstrahlt. Einige hielten da einfach die Handys hoch. Natürlich fühlten sich diejenigen, die ein Selfie mit ihm machen konnten oder denen er die Hand gegeben hat, dann auch besonders geehrt und gewürdigt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist was Besonderes. Das ist etwas, was man in Erinnerung hält sein Leben lang. Aber jetzt mal so rein aus Kanzlerperspektive finde ich das Ganze schon, ja, das ist ein gewisser Kontrast, der Kanzler und der Stoppelmarkt. Und selbst bei den Gegendemonstranten, wenn man sie so nennen möchte, gab es, glaube ich, auch nur zwei Leute, die da Bu gerufen haben. Also selbst da war nicht die Präsenz, die man sich bei einem Kanzlerbesuch erwarten würde. Wie volksnah war er denn? Du hast Selfies angesprochen. War er wirklich, zumindest entgegen seinem Image, war er dann doch volksnah und hat sich unter die Massen gemischt? Also ich muss sagen, er hat schon auf mich den Eindruck gemacht, dass es ihm Freude bereitet hat, dass er auch mal zeigen konnte, er ist nicht nur dieser Scholzomat, diesen Begriff hat er ja selbst ironisch auch in der Rede verwendet, dass er so bezeichnet wird. Er hat es durchaus genossen, mal außerhalb des Berliner Betriebs zu sein und hatte ja gerade schwierige Gespräche hinter sich, die Haushaltseinigung, die sehr nervenaufreibend war. Es war immer noch im Schwange, ob Bund und Land gemeinsam einsteigen, um der Meyerwerft zu helfen. Das sind alles sehr, sehr ernste Themen. Dann kam die Nachricht, dass die Ukraine-Hilfe eingestampft ist, was mühsam versucht wurde, in eine andere Richtung zu bringen, aber dann nicht zutraf. Also das war ein sehr, sehr schwieriges Wochenende für den Kanzler und er hat das, glaube ich, genossen, dass er hier in Vechta so eine Abwechslung hatte, dass er auch zeigen konnte, ich bin auch nicht nur der Scholzomat, sondern eben ein ganz normaler Mensch, der auch gerne mal ein normales Gespräch mit einem Wirt führt und auch ein Bier zapfen kann. Das hat er genossen, mit Sicherheit. Lars, wie war denn dein Eindruck? Also wie ist dieser Rundlauf abgelaufen? Kannst du das mal kurz beschreiben? Naja, das lief natürlich unter größten Sicherheitsvorkehrungen. Also der Kanzler war im Prinzip nicht so nahbar, wie das auf einigen Fotos wirkt. Also seine Sicherheitsleute haben uns Journalisten sehr ferngehalten zum Beispiel, aber auch das komplette andere Umfeld auf dem Gelände. Also man kam nur auf mehrere Meter Entfernung quasi ran. Manchmal ist der Bundeskanzler dann selbst ausgeschert und hat irgendwelche Leute angesprochen oder Selfies ermöglicht. Wie spontan war sowas? Also da standen ja eben nicht allzu viele Leute am Wegesrand. Naja, was ja mitunter daran auch zu tun hat, dass das eigentlich gar nicht so bekannt war, wann der Kanzler aufs Gelände kommt, wo er startet. Also ich habe das im Laufe des Tages relativ häufig gehört, dass viele Leute das schon gerne gesehen hätten. Dass aber kurioserweise eigentlich keiner wusste, wie genau der Zeitplan war, wie sich der Rundgang über den Platz bewegt. Also die klatschenden Massen an den Rändern, die waren gar nicht möglich. Also das hätte man gar nicht produzieren können. Es gab keine vorher festgelegte Route, wo gesagt wurde, von wem, da können Sie jetzt am Rand stehen und den Kanzler sehen. Da finde ich, die Erwartungshaltung wäre da auch eine andere, wenn man das jetzt haben wollte. Da muss ich aber einmal ein bisschen widersprechen. Es war ja bekannt, dass er kommt und auch wenn jetzt so in der Öffentlichkeit nicht die Uhrzeit klar war, wann er diesen kurzen Rundgang macht, wenn man den Kanzler sehen will, das ist ja kein Akt, irgendwo hier aus der Gegend oder aus der Stadt Vechta auf den Stoppelmarkt zu gehen, dann hält man sich da auch mal eine Stunde länger auf, in der Ungewissheit, wann es denn wirklich passiert. Insofern würde ich sagen, Massen
hätte man schon erwarten können, aber die waren eben ja gerade nicht da. Zumal der Zeitpunkt der Rede ja bekannt war, die ist ja immer gleich. Also hätte man sich ja denken können, dass es im Vorfeld der Rede passieren muss. Bleiben wir aber nochmal beim Rundgang. Welche Strecke ist er denn dann abgelaufen und was hat er sich da angeguckt? Mit wem hat er da gesprochen? Was kam da rüber, Lars? Er kam vom Amtmannsbult. Das ist die Marktverwaltung. Direkt neben dem Riesenrad gelegen, ging dann quasi einmal direkt einen Gang hoch, hielt dann ganz kurz bei einem Imbiss, zog dann weiter zu einem historischen Karussell, hat dann auch mit dem Schausteller gesprochen. Dann ging es weiter zu einem wirklich marktbildprägenden Ausschank der Familie Linnemann. Das war natürlich vorher angemeldet, da ist er dann hinter die Theke und hat mal ein bisschen selbst gezapft. Hat natürlich auch für wirklich schöne Fotos vom Kanzler gesorgt, also die ja auch durch die Republik gegangen, also die FAZ, also die Frankfurter Allgemeine Zeitung, hatte das auf dem Titel. Und von da aus ging es dann ziemlich schnell Richtung Festzelt und dann noch von da aus dann auch ziemlich schnell auf die Bühne, um das mal grob zusammenzufassen. Und Giorgio, du warst ja vor allem von den Zapfqualitäten des Kanzlers beeindruckt. Ja, die konnte ich ja nun aus nächster Nähe beobachten und da waren so halbvolle Gläser vorbereitet, wie das typisch ist an Theken und er musste sie auffüllen oder er hat sich dazu bereit erklärt halt und ich war wirklich beeindruckt, wie zügig diese Gläser so wirklich astrein gefüllt waren mit einer nicht zu großen Schaumkrone. Ein wirklich tolles, schönes Glas Bier hat er da produziert jeweils und eins nach dem anderen, sodass 4, 5 Leute dann anstoßen konnten. Ich habe mir wirklich die Frage gestellt, ob er als Student vielleicht an der Theke mal gejobbt hat und das hat mich wirklich beeindruckt. Eine Frage, die wir ihm ja leider nicht stellen konnten. Zum Beispiel. Kommen wir von den Zapfqualitäten zu den Festredequalitäten des Kanzlers Olli. Du warst im Zelt, hast die Rede von Scholz angehört. Was hat der Kanzler überhaupt gesagt und worauf ist er inhaltlich eingegangen? Ja, er ist natürlich mit ein paar Sprüchen und auch einer gewissen Portion Selbstironie gestartet. Das war zu Beginn dann auch, glaube ich, ganz gut. Im Laufe der Rede ist er dann natürlich auch politisch inhaltlich geworden, was auch seines Amtes angemessen ist. Also wenn er sich politisch gar nicht geäußert hätte, wäre es schon komisch gewesen. Er hat großen Wert auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt gelegt. Für ihn war wichtig, dass es mehr positive Stimmung braucht. Er hat gegen die Nörgler geschossen, die das Land kleiner machen, als es ist in seinen Augen. Da hat er sogar gesagt, dass es ihn aufregt. Also er hat da schon deutliche Worte gefunden. Dann ist er im weiteren Verlauf eigentlich durch viele politische Themen geritten. Also von Migration über Klimaschutz, Klimawandel und bis hin zu den US-Wahlen, zu Trump und Harris. Also er hat vieles angeschnitten, dann natürlich pro Themenfeld auch nur kurz geblieben. Was mir gefehlt hat, war die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Und ich glaube, das Oldenburger Münsterland ist durch den Mittelstand geprägt. Und da haben sich doch einige Gäste vielleicht gewünscht, dass er auch da ein paar Worte drüber verliert. Zumal der Ministerpräsident Stefan Weil ja in seiner Rede hier im Oldenburger Münsterland, muss man nochmal dazu betonen, auf die Situation der Papenburger Meierwerft im Emsland eingegangen ist. Das klingt jetzt ja alles erstmal sehr staatstragend. Und im Vorfeld kam ja auch die große Frage auf, kann der Kanzler Festzelt, kann der Kanzler Stoppelmarktrede? Hat er geliefert? Für mich hat er schon geliefert. Ich finde, dass er eine gute Mischung gefunden hat aus Humor, Selbstironie und politischen Themen. Also es ist für mich klar, dass ein Bundeskanzler jetzt nicht durchgehend irgendwelche Sprüche reißen kann, sondern auch inhaltlich auch mal ernst wird. Und ich finde, da hat er eine gute Mischung gefunden und man hat gemerkt, dass er entweder gut vorbereitet wurde oder sich gut vorbereitet hat. Er hat die Stoppelmarktzeitung erwähnt. Er wusste über die Region Bescheid. Er wusste über Merkmale der Region Bescheid. Das hat man durchaus gemerkt, dass er da gut vorbereitet war. Er oder seine Redenschreiber, muss man wahrscheinlich sagen. Genau. Wie ist die Rede denn insgesamt dann auch angekommen? Also wir sind hier im tiefschwarzen Oldenburger Münsterland. Das wurde auch im Vorfeld der Rede ja das ein oder andere Mal erwähnt. Ein roter Kanzler kommt ins schwarze Oldenburger Münsterland. Das war kein Heimspiel. Also ich finde, das hat man ganz gut im Verlauf gemerkt. Also als er reingekommen ist, wurde er ja angekündigt. Da hatte man
eher verhaltenen Applaus gespürt. Man merkte so Respekt vor dem Amt. Die Leute haben applaudiert, aber sehr verhalten. Es sind ja auch einige aufgestanden, um ihn zu sehen. Aber es war doch sehr verhalten. Am Ende gab es dann meiner Meinung nach ehrliche Standing Ovations. Da war es jetzt nicht nur, dass die Leute aufgestanden sind, weil es der Kanzler ist, sondern weil die Rede auch gut ankam. Und wenn man sich so im Nachhinein im Zelt umgehört hat, hat man eigentlich auch durchweg Positives gehört. Dazu muss man aber auch sagen, bei vielen waren, glaube ich, die Erwartungen auch wirklich nicht hoch. Deswegen kann das wohl so positiv bewertet werden. Ja, am besten wir hören noch einmal kurz rein in die Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz. Auch bei der renommierten Vechterer Stoppelmarkt-Zeitung klingen Bedenken an. Der Scholz sei doch eher ein Schweiger als Redner, so ist da zu lesen. Ich sage mal, es war nicht leicht, sich diesen Ruf zu erarbeiten. Nach meinem Rundgang heute Morgen kann ich jedenfalls feststellen, vernünftig ist vielleicht nicht alles, was man an 6 Tagen Stoppelmarkt so macht und zu sich nimmt. Auch hier im Zelt sind manche Augenringe ja tiefer als die von Robert Habeck, Christian Lindner und mir nach 80 Stunden Haushaltsberatung und durchverhandelter Nacht. Ja, Lars, der Kanzler hat also geliefert, anders als die Erwartungen im Vorfeld waren. Wie würdest du denn diese Rede allgemein als Stoppelmarktsrede bewerten? Er hat ja gesagt, er würde sich demütigst dem Urteil stellen. Also sagen wir mal ganz vorläufig, würde ich sagen, es war eine ziemlich ordentliche Rede. Der Kanzler und seine Redenschreiber haben sehr vieles sehr richtig gemacht, sind witzig eingestiegen, haben ernste Themen mit sachtem Humor eingefasst und sind dann mit einem Witz wieder ausgestiegen. Also das ist quasi so alles, was man bei der Stoppelmarktrede eigentlich richtig machen kann. Das haben viele Redner vorher so nicht hingekriegt, die das schon ähnlich probiert haben. Aber das war schon wirklich sehr, sehr ordentlich für eine Stoppelmarktrede. Vor der Rede gab es ja diese Szene, wo ihm Wasser hingestellt worden ist und er eine abweisende Handbewegung so machte und dann nach Bier verlangte und den Witz, ja, das war ja quasi das allererste, was zur Rede gehörte, dass den Witz brachte, dass auf diese Weise sozusagen Bundespolitiker diskriminiert würden. Ich wollte ein Bier haben. Das war jetzt Diskriminierung von Bundespolitikern. Glaubst du, dass das eine Inszenierung war mit dem Wasser, dass das Absicht war oder dass sich einer diesen Scherz erlaubt hat? Mal gucken, was passiert und wir stellen ihm Wasser hin? Das wissen wir nicht, aber wir glauben zu wissen, dass aus dem Bundeskanzleramt vorher ganz klar die Ansage gekommen ist, dass der gute Mann Wasser haben möchte. Also das hat sich hat gestern Abend auf dem Stoppelmarkt die Runde gemacht und ich halte meine Quellen doch durchaus für glaubwürdig. Also hat er Wasser bestellt und beschwert sich dann selbst, dass er kein Bier bekommt. Ob er das jetzt selber war oder seine Mitarbeiter, das ja. Wissen wir nicht. Ob das jetzt eine Standardansage ist, von wegen der Mann hätte ganz gerne ein Glas Wasser und er gesehen hat, dass der Ministerpräsident vor ihm, Stefan Weil, natürlich ein Glas Bier bekommen hat und dann gesagt hat, von wegen, ja, das will ich auch. Das ist, will ich jetzt nicht in Abrede stellen, dass das auch so gewesen sein könnte. Ja, jedenfalls konnte er den ersten Gag so landen. Ja, genau, hat er wirklich gut gemacht. Hat ja auch, haben viele Leute wirklich auch wahrgenommen, dass das eine sehr schöne Szene war. Und das war der erste Lacher. Das war wirklich so der Icebreaker, ne? Ja, ja, auch für ihn wahrscheinlich. Mhm. Da hat er Nervosität ablegen können. Ja, genau. Und es ging ja durchaus weiter mit Lachern und am Ende hatte er ja auch Standing Ovations. Lars, trotzdem nochmal die Frage nach der Bewertung. Letztes Jahr war Wolfgang Bosbach da, davor war Lars Klingbeil da, der letzte Sozialdemokrat als Ehrengast. Beides Reden, die in die Geschichtsbücher des Stoppelmarkts eingehen. Eine, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Eine im negativen Sinne, eine im positiven Sinne. Zwischen Lars Klingbeil und Wolfgang Bosbach, wo würdest du die Rede des Kanzlers einordnen? Also ich würde sagen, Bosbach war eine sehr, sehr gute Rede. Das muss man natürlich sagen, dass der Mann natürlich in keinerlei politische Verantwortung mehr war und einfach Stand-up-Comedy auf der Bühne machen konnte. Und das hat er, wie gesagt, sehr gut gemacht. Das kann er. Klingbeil war eine ganz fürchterliche Rede, staatstragend, depressiv, also etwas, was wirklich nicht auf den Stoppelmarkt gehört.
Du kannst ruhig Katastrophe sagen. Ja, ich kann Katastrophe sagen. Also das war eine neue Kategorie im Prinzip. Es waren wirklich sehr schlechte Stoppelmarktrede. Es kann vielleicht eine gute Rede gewesen sein, aber dem Anlass nicht angemessen. Und der Kanzler hat, das war nicht sein Terrain. Und das hat man ihm zwischenzeitlich angemerkt. Aber die Stimmung auf dem Markt war gestern irgendwo zwischen 2- und 3+, wenn man das nach Schulnoten bewertet. Dem würde ich mich ja durchaus anschließen. Also ich habe gelacht. Ich fand, inhaltlich hat er was gesagt. Also es kam was rüber. Und ich habe mich nicht gelangweilt. Das ist schon mal, also auch zumindest für unseren Berufsstand, schon was Besonderes, weil wir ja ständig reden hören und uns denken von wegen, das hätte man jetzt nicht machen müssen oder das ist jetzt zu lang oder das hatte ich ja zwischenzeitlich nicht. Mir fällt es schwer, eine Stoppelmarktrede des Kanzlers sozusagen in die normalen Bewertungsraster einzufügen. Es ist nun mal etwas ganz anderes, wenn der ranghöchste Regierungsvertreter dort redet als jemand anderes. Es ist halt so, dass das auch das erste Mal war, dass überhaupt ein Kanzler dort gesprochen hat. Und das bewegt sich alles völlig außerhalb der normalen Bewertungskriterien. Deshalb würde ich sagen, als Kanzler, der eine Stoppelmarktsrede gehalten hat, erhält er von mir, obwohl ich den ganzen Besuch ja kritisch sehe, erhält für die Rede aber 10 Punkte, weil er wirklich witzig war, er war charmant, er war selbstironisch und er hat die Amtswürde gewahrt. Das hat er wirklich alles prima gemacht. Ihn jetzt mit jemand anderem zu vergleichen, der entweder kein Amt mehr hat oder eben nicht so ein hochrangiges Amt dort aufrechtzuerhalten hat und gleichzeitig lustig zu sein hat, das ist halt unmöglich, das zu vergleichen. Olli, du meintest in einem Videokommentar bei uns auf OM Online, dass der Besuch des Kanzlers eine Wertschätzung für die Region sei. Das ist es wahrscheinlich ohne Frage auch gewesen. Am Ende bleibt aber ja die Frage, was bleibt vom Besuch des Kanzlers überhaupt für die Region übrig? Also was für einen Nutzen hatte das für die Region? Gibt es Kontakte nach Berlin? Nimmt der Probleme von hier aus der Region mit in die nächste Kabinettssitzung? Wie siehst du das? Also die Wertschätzung für die Region sehe ich auch immer noch so. Der Stoppelmarkt war bundesweit in den Schlagzeilen, war im Fernsehen zu sehen. Der Stoppelmarkt war auf der Titelseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Also die Wertschätzung war schon da. Nachhaltig und inhaltlich geblieben ist von dem Besuch ehrlicherweise nicht viel. Der Kanzler hat sich dann im Nachhinein noch kurz mit den Schaustellern getroffen, ja. Aber er hatte jetzt keine große Ankündigung für das Oldenburger Münsterland, sondern er kam, war als Festredner gebucht sozusagen. Das hat er auch abgeliefert. Aber inhaltlich nachhaltig bleiben wird für die Region meiner Meinung nach eher nichts. Wie nachhaltig schätzt du denn die Rede des Bundeskanzlers für die Region ein, Giorgio? Gerade auch mit Blick darauf, dass am Donnerstag der Stoppelmarkt ja von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir eröffnet worden ist. Also was die Nachhaltigkeit dieses Besuches angeht, des Kanzlers, habe ich meine ganz großen Zweifel. Und das ist ja auch mein großer Kritikpunkt, warum das Ganze in sich widersprüchlich ist, den Kanzler hierher zu holen an Stoppelmarktsräder. Die Stadt erhofft sich einen tollen Werbeeffekt. So, was bedeutet das? Das sind ein paar TV-Bilder, die entstehen, die sind sehr schnell versendet und ich kann da keinen großartigen Werbeeffekt für Vechta oder die Region insgesamt erkennen. Der Kanzler wird dadurch, dass er eine Rede gehalten hat, die sehr regional fokussiert war, wird sicherlich das eine oder andere gelernt haben über die Region. Witzigerweise über seine Rede, die jemand geschrieben hat für ihn und gar nicht so sehr durch irgendwelche Dinge, die er während seines Aufenthaltes hier erfahren hat. Was Cem Özdemir angeht, glaube ich, dass es durchaus einen nachhaltigen Effekt gibt. Es gab ja ein Treffen mit Vertretern der Agrarbranche, mit dem Landvolk und dem Agrar- und Ernährungsforum Nordwest im Anschluss an die offizielle Eröffnung des Stoppelmarktes. Und was man so hört, ist es so, dass da
Dinge angesprochen worden sind, die hier der Branche unter den Nägeln brennt. Und dass es sozusagen diesen Gesprächsfaden jetzt wirklich gibt, dass er aufrechterhalten werden soll und dass daraus sich was ergeben kann. Das ist auf jeden Fall ein Ergebnis für die allerwichtigste Branche hier vor Ort. Und um jetzt nochmal auf den Kanzler zurückzukommen, ja, also es sind Bilder entstanden, die man sich gewünscht hat von beiden Seiten, von der Stadt und vom Kanzler. Und diese Bilder wurden gesendet und ich glaube, dass es weder für den Kanzler einen großen nachhaltigen Werbeeffekt hat, dass er jetzt als jemand jenseits des Scholzomaten wahrgenommen wird, noch für die Fechter, dass sie dadurch bekannter geworden sind. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, dass auch Bundespolitiker, auch so hochrangig wie sie sind, auch der Bundeskanzler durchaus mal rausgehen darf und sich mal dem Volk zeigen darf, das ihn gewählt hat möglicherweise und auch mal in der Öffentlichkeit mal spricht. Ich denke, dass das schon wichtig ist. Ich denke, dass auch das für die politische für die Wahrnehmung der Politik in der Region auch definitiv eine Rolle spielt. Unabhängig jetzt davon, ob das jetzt der Kanzler ist oder ob er daraus jetzt für seinen künftigen Wahlkampf irgendetwas ableiten will. Also ich finde das schon, das darf man auch auf dem Stoppelmarkt machen und ich finde, deshalb haben wir ja die politische Rede quasi am Montag. Wir hatten auch schon hochrangige Minister hier, Innenminister, Verteidigungsministerin, Wirtschaftsminister, alle am Montag, alle im Festzelt. Ich finde, da reiht sich der Bundeskanzler ganz gut ein. Ja, in dem Sinne wäre ja sogar die Krönung und man fragt sich, was kann folgen. Aber ja, ich stimme Lars zu, die sollen sich dem Volk zeigen, aber genau das ist glaube ich, eben nicht passiert. Er ist vor der Festzeltgemeinschaft sozusagen aufgetreten. Das ist nicht unbedingt das Volk. Und das Bad in der Menge gab es nicht. Es ist ein sehr kurzer Rundgang gewesen. Was ich schlussendlich sagen will, ist, dass ein Besuch jenseits des Stoppelmarktes, wo es wirklich Begegnungen gibt, bei denen er viel mitgenommen hätte aus der Region, das wäre besser gewesen als jetzt so ein Auftritt, der letztlich einem strengen Inszenierungsprotokoll folgt. Wir haben jetzt den Punkt ja auch schon mehrfach angerissen, aber was bleibt denn aus journalistischer Sicht vom Kanzler übrig? Ja, ich sagte eben ja schon, wir hätten ihm gerne Fragen gestellt und ich hätte es gut gefunden, wenn er auch den anderen Journalisten die Gelegenheit gegeben hätte, eine Frage zu stellen. Er hat sich ja mit sehr ernsten Themen beschäftigen müssen, kurz vor seinem Auftritt auf dem Stoppelmarkt und das ist naheliegend, dass die Presse bei der Gelegenheit, dass der Kanzler kommt, eben auch ihre Aufgabe erfüllen will und wirklich auf dem aktuellen Stand sein will, mit Fragen, mit kritischen Fragen, was denn bei dem einen oder anderen Thema nun seine Gedanken dazu sind oder wie die aktuelle Entwicklung ist. Stichwort Ukraine-Hilfe, Stichwort Haushalt insgesamt, Stichwort Meyer-Werft. Und jetzt einfach sozusagen das nicht zu vollziehen, das gar nicht zuzulassen, einen kurzen Rundgang vorzunehmen nach strengem Protokoll, wo die Presse im wirklich sehr dichten Pulk vor ihm her getrieben wird, beinahe muss man das sagen, ja, eingezwängt in eine Kordel von Polizisten gehalten. Und sozusagen zwei Stationen da offiziell sind, irgendwas dann passiert, und dann ein kurzes Gespräch und der Kanzler zeigt sich dann mal von der lockeren Seite. Das alles zusammen wirkt wie eine Inszenierung. Das war es ja auch. Es sollten Bilder entstehen, die dann auch natürlich gesendet wurden und per Foto gemacht worden sind und publiziert worden sind, genau die Bilder, die im Grunde da gewünscht worden sind. Das ist journalistisch alles sehr, ich nenne es nochmal sanft, unerquicklich. Man ist ja bereit, hier auch seine Chronistenpflicht zu erfüllen, aber nachrichtlich, atmosphärisch ist da
sozusagen wirklich nicht so viel Substanz gewesen, dass man sagen kann, das war aus journalistischer Sicht jetzt ein ergiebiges Aufeinandertreffen mit dem Kanzler. Na, dieses Aufeinandertreffen gab es ja in dem Sinne auch gar nicht. Ja, das Ganze, wie gesagt, ist vor allen Dingen auch ein Coup für Vechters Bürgermeister Christian Carter, der den Bundeskanzler auf den Stoppelmarkt geholt hat. Aber es stellt sich die Frage, wer kann da nächstes Jahr in diese Fußstapfen treten? Welcher Name ist groß genug, um dem Bundeskanzler zu folgen? Was würdest du dazu sagen, Lars? Also ich denke, dass wir im kommenden Jahr keinen Bundespolitiker haben werden, zumindest keinen, der jetzt eine Funktion hat oder im kommenden Jahr irgendwas werden will, weil wir haben Bundestagswahl und dann werden halt keine Politiker eingeladen. Das findet halt dann einfach nicht statt. Das ist so eine ungeschriebene Regel für den Stoppelmarkt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir im kommenden Jahr jemand anders haben werden, Vertreter einer anderen gesellschaftlichen Gruppe, irgendeinen Prominenten in irgendeiner Form. Das ist eine Herausforderung für den Bürgermeister, der eigentlich sich zuletzt bei der Wahl der Redner eigentlich dadurch ausgezeichnet hat, dass er eigentlich sehr hochrangige Politiker in die Stadt geholt hat. Busbach war zum Beispiel beim letzten Mal ja eine schöne Wahl, der halt nicht im Amt. Natürlich CDU-Politiker, aber der auch mit seiner eigenen Partei sehr streng ins Gericht ging. Also es geht schon. Oder die Donnerstagsrednerin bzw. der Donnerstagredner im vergangenen Jahr, Lilo Wanders, Travestiestar, hat zwar nicht so geliefert wie erwartet, aber könnte in diese Richtung gehen. Also das ist ja sehr offen. Wer wäre denn ein Name, der groß genug ist, um jetzt im nächsten Jahr dem Kanzler folgen zu können, Giorgio? Rein formal wäre es ja der Bundespräsident. Oder der Papst. Im deutschen Staatsgefüge oder der Papst in religiöser Hinsicht. Wir sind gespannt, ob es gelingt. Wir werden sehen, ob nächstes Jahr über dem Festzelt weißer Rauch aufsteigt. Bis dahin bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Giorgio, vielen Dank. Danke, Kaschen. Lars. Immer schön mit dir. Olli. Gerne, Kaschen. Und ich bedanke mich noch bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bei Kritik oder Anregung könnt ihr uns wie immer gerne eine E-Mail schreiben an redaktion@om-medien.de. Mein Name ist Kaschen Dutzert. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.